Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit dem BK Hacken und mir, Somka. Ja, im letzten Spiel haben wir in der vorletzten Minute noch das schöne Freistoßtor von Simon Gustafsson gegen Halmstads BK gemacht. Und ja, und heute spielen wir gegen den IFK Norrköping. Norrköping heißen die. Auswärts. Ja, da würde ich sagen, wir legen eigentlich mal direkt los. Wir spielen im Stade Municipal. Und der Schiedsrichter ist Ludwig Wolfritzen. Ich habe jetzt mal geguckt, vielleicht mir eine neue Trainerstelle zu suchen. Ich habe geguckt, aber das ist alles nicht interessant oder nicht interessant genug. Sag ich jetzt mal, weil da müsste man überall in der zweiten Liga anfangen. Ich habe jetzt mal geguckt im Kalender. Am letzten Spieltag der Hinrunde spielen wir gegen den Top-Club Malmö FF. Und den kennen vielleicht einige sogar, Malmö FF. Da kam damals Zlatan Ibrahimovic her. Abseits. Ich wollte gerade sagen. Und wenn wir gegen den Sieg einfahren könnten, wäre das natürlich perfekt, ne? Schön, Makondell. Schade. Akivio. Er ist rausgebolzt einfach. Der ist einfach nur rausgebolzt. Ich habe jetzt Berggren mal anstatt Pekalski aufgestellt, weil der hat nachgefragt, ob er mal spielen darf. Und momentan gefällt mir Pekalski eh nicht. Der spielt sich momentan eine, ja, Scheiße zusammen. Da wird der ja schon fast schlecht. Ja. Der spielt jetzt bei Eriksen an der Seite. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der Junge sich tut, weil er ist ja noch ein recht junger Spieler, 19 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig erinnern. Aber jetzt geht's ja, hier staucht es richtig, wie ein Manni Breugmann hat sagen würde, hier staucht's richtig. Abseits. Kolkwitz hat im letzten Spiel schon so ein Dingen geruppt. Also ich bin nicht gut zu sprechen auf den. Überhaupt nicht. Und ja. Sorry. Geht doch hinterher, Akivon. Eriksen, Kevin Akpoguma. Ja, oh mein Gott. Ich habe immer noch nicht umgestellt hier. Der hat Kolquist fast wieder verloren, also. Traut das schon. Der traut sich. Mann, der traut sich, Digga. Digga. Boah, was ist denn hier los? What the fuck? Warum lässt sich das denn jetzt auf einmal so schwer spielen? Fast nur Fehlpässe im Spiel, ey. Und da will Ball gewinnen und da fällt, dann lässt er sich fallen, Alter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Moment, what the fuck? Makadell, Makadell. Guck, befreiungsstark versuchen, zack, ist der Ball weg. Da war die erste Situation von Berggren auf Sim Gustafsson. Oh, Thorvaldsson, da trifft er nicht. Ich weiß nicht, war. Sorry.
Also der IFK Norrköping, die drücken schon, also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. In der nächsten Folge versuche ich noch mal was. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, weil momentan nehme ich ja immer mit 30 FPS auf. Jetzt bin ich dann auch mal gespannt, ob das mit 60 FPS diesmal über die Festplatte genauso, sag jetzt mal, scheiße läuft wie über den PC. Oder er trotzdem gleich läuft und wir eine bessere Qualität haben. Sehen wir ja dann. Lugano kriegt hier die gelbe Karte. Kevin Akpo-Kuma. So was meine ich. Da gewinnt er den Ball und verliert den Ball direkt wieder. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Boah, Alter. Ja, genau. Natürlich. Ja, der Backqueen, der ist halt nicht schnell, ne? Sollte man vielleicht nicht unbedingt ins Laufduell schicken. Aber ich hab den. Ja, steh doch auf! Mann, ey! Kevin, ey! Kevin, Alter! Lugano! Ja, klasse, Dorvatsson, das muss das Ding sein! Oh mein Gott, Nelson! Jetzt kann ich mal trinken. Lalalalala. Hört schon besser an. Nein. Ah, ich weiß schon. Zur Halbzeit steht wieder 0-0. Woher ich das weiß? Ich brauche nur auf die Uhr zu gucken. Dicker. Oder schicke ich 1-0. Für den Norrköpinger. Ja. Das ist nicht wahr. Da ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Weißt du, anstatt der Schiri abpfeift. Ups, jetzt habe ich gespuckt. Anstatt der Schiri abpfeift. Nein, er lässt weiterlaufen. FIFA Momentum. Fuck you. Pass auf, wenn ich jetzt durch auf Pfeifen hab. Siehst du? Fuck you. Hauen um mich. Oh, rennt der Mann Mohammed rum da, ey. Ja, genau.
Da war der nicht fest genug, hätte ich fester gemacht, wären zu weit gewesen. Das Übliche, ich kenne das alles. Ja, genau. Ist auch kein Foul da. Ist auch kein Foul, natürlich nicht. Da der geht sein Fuß noch dazwischen. Back Green, oh mein Gott. Komm zurück, Back Green. Zurück. Simon Gustafsson. Gustafsson. Und oh mein Gott. Yeah, da läuft niemand mit Kevin. Kevin stark. Kevin läuft da stark mit. Gustafsson. Steht da noch alles frei. Gustafsson. Oh. Da war der so zu eigenständig, Mann. Eigensinnig, nicht eigenständig. Ja, eigenständig eigentlich auch. Eigensinnig, aber passt besser, finde ich. Oder engstirnig. Boah, das ist engstirnig, Mann. Junge. Jawohl. Und da hat Mohamed, ich glaube war Mohamed, super mitgedacht und spielt den Ball da auf der Balzon. Müsste glaube ich Mohamed. Ja doch, war Mohamed. Boah. Eiskalt. Dorwaldson. Seinem 14. Tor. Momentan Torschützen. Ja, Torschützenkönig wird ja eigentlich immer erst am Ende von der Saison ja gekürt, aber momentan sind wir Top-Torjäger der Liga mit 14 Motherfucking Tore. Ah, schade. Nee, Mann. Ich will nicht, nee, Mann. Ja, klar. Vor allem, ja, 11 Einsätze, 14 Tore. Ja, Elfer. Ganz klar. Ganz klar ein Elfer. Ja, Ellenbogencheck gegen die Brust. Er kann von Glück sagen, dass er da keine Karte sieht. Mit viel Glück sieht er da keine Karte. Dorwaldson, jawohl, dein 15. Tor. Sorry. Ah, der Torwart ahnt die Ecke richtig, aber kommt leider nicht mehr dran. Schön gespielt von Dorwaldson auf Mohamed. Schade. Ja, und jetzt steht jetzt liegt Norrköpingen hinten. Das erste Mal.
Vielleicht jetzt schon höher. Moment, Pfosten. Oh mein Gott. Ja, da hat Torwart schon selber ein bisschen überrascht, dass er den Ball da sieht. Beziehungsweise kriegt. Hier haben wir nochmal den Elfmeter von Dorvatsson, der super geschossen war. Fransson kommt für Lavan. Genau, einfach rausgebolzt. Da kommt der dann noch sogar dran, ey. Krass. Was war da? Was war jetzt? Ich habe mein T-Shirt gefault. Da bleibt doch da hinten. Oh. Ja, scheiße. Das war nix. Das war, glaube ich, abseits. Ja, war abseits. Kann man erkennen, in dem Moment, wo er wie sich zu schräg läuft. Dann kann man, ich weiß mal, dass abseits war. Spielt ihr dem hier vorne? Ne? Ich hab gedacht. Laufduell kannst du bei Dorvatsson schon vergessen. War ein bisschen zu optimistisch von Mohamed. Ah, da war gar nicht Mohamed, das war Makondel, der da eben für Dorvatsson vorgelegt hat. Ja, Dorvatsson ist ein richtiger Torgarant. Wobei ich denke, dass Alvarez die Kaufoption für Alvarez trotzdem gezogen wird. Das war abseits. Und vielleicht umgestellt wird auf einen Zweiersturm. Weil man bestimmt Rookie erstmal verkaufen will und Rexipi wahrscheinlich auch. Muss mal gucken, wenn da gute Angebote kommen, dann sind die weg. Also, da tue ich mir nicht mehr an, ey. Brauche für vorne starke, schnelle Stürmer. Dorvatsson ist zwar jetzt nicht so besonders schnell, aber er spielt stark. Das ist halt der Unterschied. Pruki hingegen, ja. Ecke. Nee. Abseits. Jeden Fall, Dorvatsson spielt wenigstens stark. Also macht ja Pruki jetzt nicht unbedingt. Nein! Da war die Chance für. Jawohl, 2-1 gewonnen. Wieder 2-1, wie in der letzten Folge. Krass. Krass, ey. Ich habe eigentlich gemeint, nach dem 1-0 verlieren wir. Ja, und das war's mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Somka von Somka TV. Ciao.